Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Deus Ex Human Revolution. Ich sag immer Revolutions, aber es heißt ja Revolution ohne S, aber okay. So, das Gebäude ist umstellt von der Polizei. Und so wie es aussieht, kann ich jetzt hier durchgehen und muss mich dem Obermacker stellen von der ganzen Rasselbande. Noch ein kurzes Vorwort. Ich habe schon große Teile der Mission vergeigt. Im Sinne von, es hätte noch Geiseln gegeben zu retten. Die wären hier irgendwo im Komplex gewesen. Und hätte ich diese Geiseln gerettet, wäre oder würde das Ende von der Mission, was ihr jetzt sehen werdet, sich drastisch verändern. Ich kann entweder sagen, ich rette keine Geiseln, sie sind dann alle tot. Ich rette alle Geiseln und bin dann der Held. Je nachdem, wie ihr euch in der Mission verhält, seid ihr stealthig, seid ihr Rambo-mäßig, guckt ihr euch um, guckt ihr euch nicht um. Je nachdem verläuft die Mission ein bisschen anders, ihr habt einen anderen Story-Ausgang und die Mission enden anders. Aber egal jetzt, ich gehe jetzt mal durch die Tür. Lügen Sie mich nicht an! Ich will Ihnen nichts tun. Sie sind Zivilistin. Aber ich werde es tun, wenn Sie mir keine Wahl lassen. Wenn Sie niemandem was tun wollen, hätten Sie zu Hause bleiben sollen. Na, wer ist denn da? Seraphs Kampfhund! Sollen Sie hier aufräumen, bevor die Polizei da ist? Er glaubt, dass wir das Gesetz brechen. Schnurze! Alle Körperverschmutzer brechen das Gesetz. Sie sind alle gleich. Es dürfte schwer werden, die Leute zu überzeugen, dass sie anders sind, wenn rauskommt, dass sie einen Opti im Team hatten. Was? Ich habe Ihren Kampfhund in den Produktionslabors erwischt, als er die Security mit seiner implantierten Hackware knacken wollte. Netter Versuch, Chollo. Aber ich würde nie so einen Freak in meinem Team dulden. Zurück, Opti! Ich habe noch was zu erledigen, kapiert? Wenn es stimmt, was Sie sagen, und ich behaupte nicht, dass es so ist, verstanden? Aber ich muss das überprüfen. Deshalb werden ich und Lavierre, wir gehen jetzt. Sehr interessant, wenn man also Implantate hat und augmentiert ist, ist man automatisch ein Freak. Okay, jetzt sehen wir schon, jetzt kommen die Rollenspielelemente des Spiels zur Geltung. Wir können jetzt nämlich auf Sieg hier vorne, der Mountain Revolver, verschiedenen Einfluss auswirken. Wir können jetzt mit ihm kämpfen, wir können ihn laufen lassen oder Josie befreien. Und ich denke mal, die Geisel befreien ist meine oberste Priorität. Sie wissen, dass ich sie nicht gehen lassen kann. Zurück, Opti! Ich hab's Ihnen gesagt, zurück, sonst ist die Schlampe tot. Bullshit, so erbärmlich sind Sie nicht. Sie töten keine Zivilisten. Verdammt nicht! Ich bin ein dekorierter Veteran und lasse mich nicht verarschen. Ich muss rauskriegen, wer hinter der Sache steckt. Und im Moment ist die Boss-Lady mein einziges Ticket hier raus. Hören Sie, was hier auch abgeht, es ist groß. Ihre Chancen, der Sache auf den Grund zu gehen, sind besser, wenn Sie mit mir zusammenarbeiten. Aber ich kann nichts tun, solange Sie sie nicht gehen lassen. Sind Sie bescheuert? Ich arbeite nicht mit Optis. Gott, Sie halten mich wohl für einen totalen Idioten. Ich kann Sie nicht verdenken, dafür muss mich im Moment eigentlich jeder halten. Umzingelt von den Bullen. Und was mache ich? Ich nehme eine Geisel. Völlig verrückt, was? Aber man sieht schon, er hat jetzt Bedenken. Aber ich würde nur sagen, ich appelliere einfach mal an seine Vernunft. Hier rechts seht ihr übrigens immer, was Jensen sagen wird, wenn er über die jeweiligen Punkte geht. Sie glauben, dass eine Geisel ihr einziger Weg hier raus ist. Sie sind so auf diese Taktik fixiert, dass sie gar keine andere Lösung sehen. Lassen Sie sie gehen und alles wird gut. Es tut mir leid, aber ich habe keine Wahl. Ich muss meinen Vorteil nutzen. Und solange ich diese Lady habe, sind Sie und die Cops viel zu besorgt, um sich mir zu nähern. Sehen Sie es ein? Sie können nichts machen. Die Polizei wird sich um die Zivilisten kümmern. Niemand wird einen Gedanken an Sie verschwenden. Aber wenn ihr etwas zustößt, haben Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit. Die Prioritäten verschieben sich und Sie erreichen damit nur, dass man Sie tötet. Das weiß ich alles, verdammt! Wissen Sie was? Unser Gespräch ist beendet. Der Mistkerl, der mein Bruder verarscht hat, dachte, er hätte uns besiegt. Aber wir sind viel zäher, als er erwartet hat. Ich werde ihn und seine Helfershelfer finden und dann werden sie den Racheengel in Aktion erleben, Baby. Wo siegt immer mit der Pistole hin, Fuchtel? Das ist immer der Wahnsinn. Den hätte man schon fünfmal eine klatschen können, aber okay.
Er hat den anderen Typen erwähnt, diesen Hacker. Ich denke mal, wir appellieren nochmal an seine Vernunft. Hören Sie, der Plan des Hackers sah vor, dass Sie draufgehen. Er wusste, dass sich hier Zivilisten aufhalten würden. Er hat an alles gedacht. Er hat Ihren Bruder benutzt, weil er wusste, dass Sie ihm vertrauen. So gut kennt er Sie. Er hat damit gerechnet, dass Sie eine Geisel nehmen. Und er wusste, dass die Cops Sie dann töten werden. Sie haben recht. Verdammt. Er hat mich sogar einmal nach Geiseln gefragt. Ich sagte, ich würde welche nehmen, wenn ich muss. Ich dachte, ich müsste. Aber ich kann es mir nicht leisten, richtig? Los, raus. Dann gehen. Ich habe getan, was Sie wollten, also lassen Sie mich gehen. Ich bin auch reingelegt worden, Essay. Ich habe genauso viel Interesse daran, den wahren Drahtzieher zu finden wie Sie, Capron. Na schön. Vielleicht schulde ich Ihnen was. Aber eines verspreche ich Ihnen. Jemand wird dafür bezahlen. Sucht weiter! Adam! Adam, was ist los? Wie ist die Lage? Sanders ist weg, Boss. Aber ich bin sicher, dass er nur benutzt wurde. Jemand anders hat das hier eingefädelt. Verdammt. Okay, kommen Sie sofort zurück. Das Verwaltungsgebäude hat eine Dachterrasse. Treffen Sie dort Farida. Was ist mit den Geiseln? Sollte ich nicht... Das hat keinen Sinn mehr. Das SWAT konnte sie nicht retten. Ja, da kommt das mit den Geiseln, was ich angesprochen habe. Das SWAT konnte sie nicht mehr retten. Ich hab's auch nicht gemacht. Von dem her sind die Geiseln tot. Und jetzt sehen wir die Auswirkung darauf, weil ich es nicht gemacht habe, ja. Sind Sie okay? Ja, mir geht's gut. Bin nur ein bisschen durcheinander, aber... Was ist mit den anderen Geiseln? Mein Mann war bei ihnen, in einem der Fertigungslabors. Außerdem habe ich was von einer Bombe gehört. Tut mir leid. Keine der Geiseln hat überlebt. Nein. Nein, das kann nicht sein. Wo war die Polizei? Warum hat sie nicht eingegriffen? Sie hätten ihn retten können. Tut mir leid. Tja, dank uns, weil wir nicht eingegriffen haben, hat sie ihren Mann verloren. Aber, Josie, sie ist positiv, jetzt bist du wieder Single, wieder auf dem Markt. So auch nicht schlecht, oder? Gut, hier gibt es 100%ig noch was zu finden, haufenweise... PDA. Login-Büro. Akulitos, hier ist noch ein gehackter Code für einen PC von der Werksleiterin im Verwaltungsgebäude. Login, J-Tro, Passwort Hydra. Und zieh dir keine Pornos rein, ja? Was? Ich würde mir nie Pornos ansehen, schon gar nicht bei der Arbeit. Oder wenn andere Leute mit dabei sind. So wie er hier. Er ist Porno-geil, das sieht man schon. So, wir gehen mal an das Terminal. Chat Job, das ist der Benutzer und wir können jetzt das Passwort eingeben, nachdem wir das wissen. Wir könnten den Rechner auch hacken, aber ich habe das Passwort. Zugriff gewährt. Und wir haben zwei E-Mails. Eine von David Serif. Krisensituation, Josie. Wie Sie wissen, haben wir ernste Probleme. Wir müssen mehrere Großaufträge der Alphabet-Agenturen abwickeln. Der Typhoon ist nur der erste davon. Diese Aufträge machen einen beträchtlichen Teil unseres Umsatzes aus. Das heißt, dass die fristgerechte Erledigung dieser Aufträge absolut notwendig ist, um unseren Nettogewinn konstant zu halten. Wir müssen also alle nötigen Vorbereitungen treffen, um unsere Produktionsrate zu erhöhen. Ich brauche bis spätestens morgen Abend eine detaillierte Übersicht der Produktionspläne dieses Monats. Ich weiß, das kommt etwas kurzfristig, aber ich bin sicher, Sie kriegen das hin. Wenn wir alle zupacken und zusammenrücken, werden wir das Kind schon schaukeln. Ich sei nicht David. Und dann haben wir noch dringend die Antwort erbeten von 419@scowlinksmess.ni. Zu werten Präsident Geschäftsführer, sehr geehrter Herr, vertrauliches Angebot. Nach Rücksprache mit meinen Kollegen habe ich basierend auf den Daten der nigerischen Industrie- und Handelskammer die Ehre, Sie um Ihre Mithilfe bei der Überweisung von 47.500.000 Credits auf Ihre Konten zu bitten. Die obige Summe resultiert aus einem vor 5 Jahren durch einen ausländischen Vertragspartner überfakturierten und in der Folge bezahlten Auftrag. Da die Überfakturierung beabsichtigt war, wurde die gesamte Summe auf ein Zwischenkonto bei der Central Bank of Nigeria überwiesen. Nach Ablauf der gesetzlichen Sperrfrist sind wir nun in der Lage, die Einlage aufzulösen. Der Mitarbeitern der Regierung die Eröffnung von Auslandskonten untersagt, es brauchen wir die Unterstützung.
Die Gesamtsumme wird wie folgt aufgeteilt. 70% für uns, 25% für Sie und 5% für die Begleichung sämtlicher anfallender Kosten, einschließlich der Überweisungsgebühren. Die Transaktion birgt für beide Seiten keine Risiken. Ich arbeite als Buchhalter bei der Nigerian National Transhuman Corporation, NNTC. Sollte dieses Angebot für Sie von Interesse sein, benötigen wir folgende Unterlagen. A. Ihre Bankverbindung sowie Telefon- und Faxnummer Ihrer Bank. B. Ihre privaten Telefon- bzw. Faxnummern als vertrauliche und einfache Möglichkeit der Kommunikation. C. Ihr Briefpapier mit Firmenstempel und Unterschrift. Neben dem Text für Ihr Anschreiben stellen wir Ihnen umfassende Informationen zum genauen Ablauf der Transaktion zur Verfügung. Die gesamte Transaktion nimmt 30 Arbeitstage in Anspruch. Bitte geben Sie baldmöglichst Bescheid. Wow, hartes Wort. Gut, E-Mails sind immer sehr, sehr interessant, was das für ein Auftrag war. Und David Seraf ist sehr an dem Typhoon interessiert. Er muss unbedingt fertig werden, da das ja, sage ich mal, die ganze Firma zahlt. Das ist ein sehr, sehr gut bezahlter Auftrag. Ist unser Chef also einer von den Guten? Ist er einfach nur waffengeil oder gehört er zu den Bösen? Das ist jetzt so das, was es rauszufinden gilt. Ich habe das für meine Bedenken. Nicht ganz das, was Sie sich erhofft haben, was, Jensen? Wie bitte? In die eigene Fabrik reinschleichen, um das Zeug zu verstecken, während der Boss die Cops auf Distanz hält? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich mag Mr. Seraf, aber ich hasse es, wenn Verträge wichtiger werden als Menschen. Und ich dachte, Ihnen ginge das genauso. Ja, das haben wir gelesen, der Typhoon-Vertrag, das ist für diesen Militärauftrag. Es scheint schon so, als wäre der Auftrag wichtiger als das Menschenleben. So ist es auch. Aber es verläuft nun mal nicht immer alles nach Plan, Malik. Ich habe getan, was ich konnte. Ich zweifle nicht daran. Können wir? Ja, bringen Sie mich hier raus, Malik. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Steigen Sie ein. Es ist immer ganz nett, dass die ganzen NPCs permanent den Senf dazugeben, was ich gemacht habe, was ich falsch gemacht habe, was ich noch nicht gemacht habe. Ja. Also zieht euch schon mal warm an. Ihr werdet hier ziemlich stark kritisiert im Spiel. Du hast Geisel sterben lassen. Ist nicht so gelaufen, wie du dachtest. Ja, armer Jensen. Aber gut, wir fliegen zurück zum Hauptquartier, zu David Seraf. Ich denke mal, der will einen Lagebericht von dem Ganzen. Gerade sind neue Befehle gekommen, Jensen. Der Boss will, dass Pritchard den Typhoon so schnell wie möglich untersucht. Verstanden. Danke für den Flug. Kein Problem. Hey, und Jensen, was ich noch sagen wollte. Der neue Look steht Ihnen, als wären Sie überhaupt nicht weg gewesen. Danke. Und wie fühlt sich das an, augmentiert zu sein? Wie bitte? Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich meine, ich habe selbst ein paar Neurooptimierungen, unauffällige, damit ich besser fliegen kann. Aber ich habe mich selbst für die Implantate entschieden. Sie nicht. Und nachdem Sie sie inzwischen getestet haben, was halten Sie davon? Euch ist es bestimmt schon aufgefallen, in der deutschen Version passen die Lippenbewegungen nicht mit dem Text zusammen. Also teilweise sind die Lippen geschlossen, obwohl die Sprache noch läuft im Hintergrund. Im Englischen passt, aber in der deutschen Version wurde da nicht so viel Wert drauf gelegt, anscheinend. Ich werde nicht lügen und behaupten, Sie hätten sich nicht als praktisch erwiesen. Aber wie Sie schon sagten, die Augmentierung war nicht meine Entscheidung. Man muss sich also erst daran gewöhnen, ich verstehe. Aber seien Sie nicht überrascht, wenn der Boss Sie dazu drängt, noch mehr einzubauen. Warum? Was soll das heißen? Sie kennen ihn doch. Er hält Augmentierungen für die größte Erfindung aller Zeiten. Und er kann nicht verstehen, warum jemand es ablehnen sollte, mehr als ein Mensch zu werden. Megan hat genau das Gleiche gesagt. Das überrascht mich nicht. Ihre Forschungsansätze waren ziemlich genial. Hätten sicher viele davon überzeugt, es mal mit dem zu probieren, was wir hier so machen. Wenn dieser Dreckskerl sie nicht getötet hätte. Hören Sie, Jensen. Ich weiß, Sie wollen die Männer finden, die uns angegriffen haben. Und das will ich auch. Wenn ich helfen kann, egal womit, brauchen Sie nur zu fragen.
Oh, Malik hat Informationen zum ersten Angriff. Nun, da wäre wirklich etwas. Ich möchte mehr über den ersten Angriff erfahren. In Ordnung. Fragen Sie. Das Motiv. Ich habe über das Motiv Ihres Angriffs nachgedacht. Was Sie wirklich wollten. Ist das nicht offensichtlich? Sie wollten nicht, dass wir nach Washington gehen. Nein, das war Zufall. Eine Anhörung kann man verlegen. Jemand anders kann Megans Ergebnisse vorstellen. Das sehe ich anders, Jensen. Sie haben Ihr gesamtes Team ausgeschaltet. Declan Faraday, Vasily Sevchenko, Nia Colvin, sogar Eric Koss. Die Labors, in denen ihre Leichen gefunden wurden. Bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, ich weiß. Der einzige Grund, warum Sie davongekommen sind, war, dass die Stützmauer eingestürzt ist. Das hat Ihr Leben gerettet, ob Sie es glauben oder nicht. Der ganze Angriff diente also nur dazu, Megans Forschung zu zerstören. So sieht's aus. Mr. Sarif hofft darauf, alles zu rekonstruieren. Aber das kann noch Monate dauern, falls er die Firma so lange solvent halten kann. Das ist ganz schön krass, wenn man denkt, die Leute wurden nicht nur erschossen so unten, sondern sie wurden auch noch bei, je nachdem, ob der Schuss sie getötet hat, bei lebendigem Leib, wird sagen, noch verbrannt, ja? Bis zur Unkenntlichkeit, das ist ganz schön krass, ey. Was weißt du über die Söldner? Hat sie noch jemand gesehen? Diese Männer, die uns angegriffen haben? Nicht gut genug, um eine Beschreibung zu liefern. Pritchard hatte einige unscharfe Bilder von einer Intellicam, aber alle seine Bänder wurden von Homeland Security konfisziert. Homeland? Ich dachte, die hätten den Fall den Sonderermittlern übergeben. Den aus Detroit. Haben sie auch. Im ersten Monat. Aber danach? Ich weiß nur, dass der Fall noch nicht abgeschlossen ist. Und Mr. Sarif ist darüber nicht gerade glücklich. Okay, es sieht so aus, als wäre noch eine andere Fraktion involviert in das Ganze, nämlich Homeland Security. Jetzt wird es dann ziemlich kompliziert, bei so vielen Mitspielern in diesem Schachspielchen. Sie waren dabei. Woran erinnern Sie sich? An totales Chaos. Erst dachten alle, es hätte irgendeinen Unfall gegeben. Aber Pritchard bekam keine klaren Bilder rein und die Kommunikation war zusammengebrochen. Und dann hörten wir die Explosionen. Und bis wir wussten, was uns da getroffen hatte... Waren sie schon weg. Wer immer sie waren gut, Jensen. Spezialeinheit, würde ich sagen. Gut, das war schon mal sehr informativ, was Malik hier abgeliefert hat. So oder so. Ich glaube Ihnen, und damit Sie es wissen. Wenn es soweit ist, halte ich Ihnen den Rücken frei. Ich weiß das zu schätzen, Malik. Aber jetzt... Müssen Sie den Typhoon ins Tech-Labor bringen. Okay, bis später dann. Ach, und Jensen, der Boss will einen Bericht unter vier Augen in seinem Büro, sobald der Typhoon in Sicherheit ist. Verstanden. Gute Nacht, Malik. Alles klar. Malik scheint schon so richtig unsere Verbündete zu sein. Sie mag uns, ich mag sie auch irgendwie. Sie ist eigentlich ganz nett. So, wir müssen den Typhoon abgeben. Und dann zum Oberboss. Der will einen Lagebericht, was schiefgelaufen ist. Wie sich die öffentliche Meinung gegen David gewandt hat. Als wäre es seine Schuld, dass diese Irren uns immer wieder angreifen. Vermutlich denken die Leute, dass wir etwas vor ihnen verbergen. Nur weil Eliza Kassan es ständig so hindreht. Mann, ehrlich. Gut, die beschweren sich gerade über den Fernsehsender, was wir am Anfang gesehen haben mit dieser News-Tussi. Wisst ihr, ich meine, wer Nachrichten schaut, weiß, dass da immer viel dazu gepusht wird, ja, dazu erfunden wird. Das ist meistens gar nicht so schlimm, wie wir immer alle sagen, aber gut. Du, ja? Hausmeister, putzt du Feier sauber? Alle sagen, sie haben in der Fabrik einen tollen Job gemacht, Adam. Dank ihnen wurde kaum Blut vergossen. Es wurde kaum Blut vergossen? Die ganzen Geiseln sind gestorben. Alter Schwede. Oh, er wieder. Mein bester Freund. Na, wenn das nicht Mahatma Gandhi persönlich ist, der uns da mit seiner friedliebenden Anwesenheit beehrt. Wenn es um den Taifun geht, ich kümmere mich in einer Minute darum. Hören Sie, Pritchard. Ich habe nicht meinen Hals riskiert, damit Sie das Ding jetzt in einem Haufen Prozessoren verlieren. Wow, na da kennt sich aber einer aus. Denken Sie nicht, nur weil Sie die Sicherheitssysteme so schnell gehackt haben, sind Sie jetzt der große Computerguru. Es gibt einen Grund, warum ich den Typhoon noch nicht untersuchen kann. Und der wäre? Nur zu Ihrer Information. Ich mache gerade eine Analyse der Sicherheit unseres Netzwerks und unserer Router. Um rauszufinden, woher Sanders Hacker unsere Codes hatte. Ich hätte gedacht, die erste Frage wäre, wessen Codes es überhaupt waren. Außer Sie wissen das bereits. Beschränken Sie sich darauf, Türen einzutreten und Leute umzulegen, Jensen. Und versuchen Sie nicht, meinen Job zu machen. Ich garantiere Ihnen, dann kommen wir besser miteinander aus. Ja, der gute Frank ist ja schon richtig hochnäsig. Ist eigentlich ein riesiger
Also ich zumindest finde ihn ja ein riesiges Arschloch. Okay, das bin nur ich. Den Sozialoptimierer hätte ich gerne, aber brauche ich noch einen Praxispunkt, dann spare ich mir den noch. Der mit dem den Sprachoptimierer, kann man nämlich bei Gesprächen einige interessante Informationen rausfiltern. So, wir müssen zu David. Und unser Chef ist ja auch krass. Ich meine, ich... Nix gegen so Augmentierungen jetzt wie Prothesenarme oder Beine. Für Unfallopfer wunderbare Sache, ja? Wenn man wieder Arme und Beine hat, ja, wenn es funktioniert, aber dass der Chef sagt, zu seinen Angestellten sagt, lasst euch optimieren, obwohl euch sonst nichts fehlt, das finde ich krass. Nur weil er meint, es ist besser, mehr zu sein als ein Mensch. Das, die Einstellung von mag sein, dass es Sanders die Waffe nicht persönlich in die Hand gedrückt hat, Yu, aber es war Taggarts Rede vor der UNO, die das alles ausgelöst hat. Wenn William Taggart eines ist, dann ein gerissener politischer Stratege, das wissen Sie, David. Und um den Schein zu wahren, muss ich ihm in die Augen sehen und mich von ihm verarschen lassen? Mit einem Lächeln. Sie müssen immer lächeln. Wir reden später weiter. Sie wollten mich sehen, Boss? Ja, wie geht's Ihnen? Ging schon mal besser. Gut, wenn wir hier fertig sind, gehen Sie mal zu Dr. Markovic in der Limb-Klinik Downtown. Eine Untersuchung kann nicht schaden. Wenn Sie darauf bestehen, hören Sie, wegen Sanders. Ja, wegen Sanders. Was haben Sie sich dabei gedacht, ihn einfach so entkommen zu lassen? Ich habe Sie da reingeschickt, damit Sie sich um alles kümmern. Themawechsel vielleicht. Wie ist das Wetter denn heute so? Nee. Ich hoffe, das wird sich für uns noch auszahlen. Sanders war sehr wütend, als er herausfand, dass sein Hacker augmentiert war. Er wird nicht ruhen, bis er weiß, wer ihn benutzt hat. Oh, und Sie sind so naiv zu glauben, dass er diese Information mit uns teilt, sobald er sie hat. Ich dachte, Sie wären schon wieder bereit für sowas, Adam. Das bin ich. Der heutige Überfall war nur eine Art Hütchenspiel, hinter dem ein Unbekannter steckt. Ich werde herausfinden, wer dafür verantwortlich ist und warum, damit sowas nie mehr vorkommt. Gut, genau das will ich auch. Diese Hacker aus Sanders Gruppe. Sind Sie sicher, dass er augmentiert war? Ich habe ihm die Kabel selbst rausgerissen. Die Polizei behauptet, dass es nicht war. Sie verweigern mir den Zugang zur Leiche und ich kann noch so sehr damit drohen, ihre Pensionskasse komplett leer zu räumen. Ich habe die Kabel selber rausgerissen. Also die Polizei arbeitet gegen mich. Definitiv. Vielleicht bietet jemand anders mehr. Was soll ich unternehmen, Boss? Wir müssen uns die Leiche ansehen. Sie haben immer noch Freunde bei der Polizei. Meinen Sie, dass einer von denen Sie in die Leichenhalle lässt? Kommt drauf an, auf wen ich treffe. Gehen Sie zum Revier und verschaffen Sie sich Zugang. Denn wenn dieser Hacker wirklich augmentiert war, könnte sein Neuralknoten und seine Identität verraten. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie ihn haben. Alles klar. So. Zu Dr. Markovic muss ich gehen. In die Limb-Klinik. Limb-Kliniken sind immer die Orte, wo man sich so Prothesen holen kann. Wo waren jetzt meine Quests? Da, Limb-Klinik besuchen und Untersuchung des Hackers. Das ist interessant, das hört sich wieder nach toller Schleichmission an. In ein Polizeirevier einbrechen. Das kann doch ganz gut sein. Na, Frau Sekretärin, wie geht's? Adam, haben Sie eben mit David gesprochen? Ich wusste nicht, dass sein Telefonat... Ist alles okay? Den Umständen entsprechend. Okay, was auch immer das heißen mag. Seit Bill Taggarts kleiner Pressekonferenz heute Abend laufen die Telefone heiß. Taggart? Sarif hat über ihn geredet, als ich reinkam. Was sagt der Gründer der Humanitätsfront denn diesmal über uns? Oh, er will nur unser Bestes. Er verurteilt die jüngsten Gewaltausbrüche gegen uns. Er will sogar persönlich herkommen, um uns sein zutiefst empfundenes Bedauern auszudrücken. Okay, kein Wunder, dass der Boss wütend ist. Wer wäre das nicht? Wenn es nach Technikfeinden wie Taggart ginge, wären sie bei dieser OP gestorben. Und er weiß, wie man mit den Ängsten der Menschen spielt. Die Humanoptimierung kann ziemlich beängstigend sein. Sagen Sie das den Kriegsversehrten, die davon profitieren. Aber wenn Taggart recht bekommt, wenn er die Öffentlichkeit auf seine Seite zieht,
dann müssen die Vereinten Nationen Farbe bekennen. Ich sag's Ihnen, der Mann ist gefährlich. Ich sehe schon, das wird immer komplizierter. Das ist nicht so einfach, dass man sagen kann, die Welt ist schwarz-weiß hier. Der ist böse, der ist gut, sondern das ist ein ganz böses Intrigenspielchen. Das artet in ganz, ganz böser Politik aus, ich merke schon. Aber die Landschaft ist schön, wenn man sich so... Was? Melden Sie sich bitte in Ihrem Büro. Adam Jensen. Oh mein Gott, eine Stimme sagt mir, ich soll mich in meinem Büro melden. Denk mal, das ist der grüne Marker hier. Security Manager, das bin doch ich. Ich bin doch für die Sicherheit verantwortlich. Er putzt immer noch dieselbe Stelle. Da steht ein Bier drin. Das ist mein Büro. Adam Jensen, Tatsache. Gott, wer bist denn du? Jensen, erinnern Sie sich an mich? Nein, nein, das klingt zu verzweifelt. Der Taifun ist der Traum jedes Selbstmordattentäters. Hey, Jensen! Mann, es tut gut, Sie zu sehen. Freut mich, dass Sie wieder da sind. Wie geht's Ihnen denn? Geht so. Tut mir leid wegen Megan. Es ist sicher nicht einfach. Eine Weile dachten wir, Sie wären auch hinüber. Alles geht den Bach runter. Erst der Angriff auf die Zentrale und jetzt die Sauerei mit der Fabrik. Ja, harte Zeiten für alle. Und bei Ihnen, Carella? Alles okay? Ich weiß nicht. Ich hab's verbockt. So richtig. Was ist passiert? Naja, vor ein paar Monaten haben ich und Tyndall, na Sie wissen schon, einer von Pritchards Technikern, angefangen, Neuropozin aus einem der Labors zu klauen. Mann, Tim, dafür könnten Sie gefeuert werden. Schlimmer, es bedeutet Knast, wenn die Firma Sie verklagt. Was haben Sie sich dabei gedacht? Ich weiß, es war nur, es ist kompliziert. Ich wollte erst nicht mitmachen, aber es gab gute Gründe dafür. Egal, jetzt will ich raus. Aber Tyndall hat Aufnahmen von mir, wie ich das Zeug klaue und lässt mich hochgehen, wenn ich ihm nicht mehr helfe. Ich sitze in der Scheiße, Adam. Ich brauche diese Aufnahmen. Ich weiß, dass Sie im Moment viel um die Ohren haben, aber ich könnte Ihre Hilfe wirklich brauchen. Oh mein Gott, ich kenne den Kerl zwar nicht, aber er klaut von der Firma. Normal sollte ich ihn einbuchten, oder? Missionsdetails. Was genau soll ich für Sie tun? Sie müssen die Überwachungsaufnahmen zurückholen, die Tyndall von mir hat. Sie sind wahrscheinlich in seinem Apartment. Vielleicht auf seinem Computer. Und? Soll ich ihn im Telefonbuch suchen? Sein Apartment ist in der Nähe des Brooklyn Court. Reinkommen könnte schwer werden, weil das Gebäude von einem großen Sicherheitstor geschützt wird. Ich bin begeistert. Man kann das Sicherheitstor hacken, aber dazu muss man schon ziemlich gut sein. Sie sollten sich nach einem anderen Weg umsehen. Der Feuertreppe oder so. Und das Ganze interessiert mich, weil... Verdammt, Adam. Lassen Sie mich wirklich so eiskalt abtropfen? Das ist echt übel. Ich habe wirklich ein Problem. Aber ich könnte Ihnen vielleicht eine Waffenmod besorgen. Mann, ich hätte nie gedacht, dass ich Ihre Hilfe mal kaufen muss. Tja, und ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal argumentiert werde. Ja, so spielt das Leben. Also gut, erzählen Sie mir mehr. Wirklich? Wow, danke, Adam. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Die Aufnahmen sind wahrscheinlich auf dem Computer in seinem Apartment. Sobald Sie sie haben, treffen wir uns vor dem Parkplatz der U-Bahn-Station. Ab jetzt übernehme ich. Das wollte ich schon immer mal sagen. Jetzt übernehme ich! Gut, das ist unsere erste Side-Missy. Was ist denn das überhaupt? Ist das eine Waage? Ne, keine Ahnung, was das ist. Gut, auf jeden Fall ist mein Büro ziemlich unaufgeräumt. Ich habe gleich zwei Rechner. Was haben wir hier? PDA, den gucken wir uns noch an. Neues Login, Jensen. Wusste nicht, ob Sie zurückkommen. Hab deshalb Ihr Konto gelöscht. Weiß erst jetzt, seit ein paar Minuten, dass Sie ein neues brauchen. Wenn Ihnen das Passwort also nicht gefällt, das ich ausgesucht habe, Pech gehabt. A. Jensen Mandrake. Picture PS. Das Passwort müsste auch auf Ihrem Rechner zu Hause funktionieren. Okay. Mandrake. Zugriff gewährt. Sicherheitsdenken. Gut, was da drin steht, das lesen wir das nächste Mal. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Toller Blick auf die Lobby. Und dann werden wir auf die Hauptmission und auf diese Nebenmission gehen von unserem tollen Kumpel, von Tim. Der heißt Tim. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Deus Ex Human Revolution. Stay tuned and so long.